Recht herzlich willkommen zur 7. Folge von Europa Universalis mit Köln, zukünftiges Westfalen und vielleicht auch mal Deutschland. Ja, wir haben letztes Mal Hannover eingenommen, sind jetzt hier am Befreien und ich denke, wir machen erstmal hier einen Rundum-Check. Hier noch ein Rebellenaufstand in Nassau, okay, das wird nochmal ernst. Geld haben wir uns einiges geliehen, ist klar. Auswirkungen auf eure Nation. Kriegsmüdigkeit, können wir da was... Ja, können wir verringern, ne? Gut. Ich mach's noch ein tiefer. Das ist okay. Was haben wir dann weiter? Machen wir da erstmal weg. Unruhen. Okay, in Hannover natürlich groß, ist klar. Nassau ist das nächste. Beraterplatz ist auch klar. Waffenruhe wird N, Lüttich, Frankfurt und Braunschweig. Und wir haben Anspruch auf Osnabrück, Limburg und Kleve. Limburg, Kleve und Osnabrück ist da. Ja. Gut, dann gucken wir mal weiter hier rein. Das hatten wir ja gerade gesehen. Fangen wir vorne an. Wir haben keinen Berater. Wir könnten das hier ändern. Wir haben momentan nationalen Schwerpunkt auf administrative Macht liegen. Ja, lassen wir mal so, denke ich. Nachfolger, was haben wir hier? Umstürzt sie. Okay, und Freihandel erhöht. Weitere Schritte hier. Wie sieht es denn hier so aus? Rivalen haben wir Braunschweig, Aachen und Münster. Okay, die sind nicht ganz groß, ne? Aachen, Braunschweig und Frankfurt sind unsere Feinde. Frankfurt ist mit 6 Leuten hier. Braunschweig haben wir gerade zerstört. Und Aachen ist hier, hat 8 Leute. Okay, wenn die jetzt zusammenarbeiten, dann haben wir schon schlechte Karten, ne? Was haben wir hier? Waffenruhe, ist klar. Verbesserung der Beziehung in Österreich, das ist gut so. Beziehung von Magdeburg, Mainz, Blanner und Lüttich. Verbündet mit Bayern, Brandenburg und Trier. Brandenburg ist da oben, hat eine Streitmacht von 9. Bayern wohl eine Streitmacht von 8 und Trier 7. Okay. Also wir haben so wie so einen Stern... Verbindungen, die uns helfen. Hier oben wäre natürlich, was ist das denn? Ne, wo wäre noch sinnig, einen Verbündeten zu haben? Warte, lass mal weiter gucken. Was sind unsere Verbündeten? Und hier haben wir noch Kriegsgrund. Okay, was haben wir hier unten stehen? Hat die Mission der Rivale unseres Rivalen. Okay, den müssen wir gleich mal angucken. Wie sieht es mit dem Geld aus? Oh, Bilanz minus 30. Das sieht ja ganz schlecht aus. Das ist ja richtig teuer. Warum ist das denn so? Missionsunterhalt. Nee, dann ist es auch nicht. Armeeunterhalt ist das teure. Okay. Gesamtkosten 32. Truppenlimit überschritten. Ach so, ja. Da müssen wir mal ganz schnell was tun, ne? Der ist unser Anführer. Was sind das für Truppen? Warte mal, auswählen. Söldner, das sind alle Söldner. Dann würde ich ja fast sagen, lass uns die mal teilen, oder? Halbieren. Und dann werden diese mal aus... Ne, das sind unsere. 7... Wählen wir die aus. 8,5, ja. Wählen wir die aus und die schicken wir gen Süden, ne? Die entlassen wir. So, jetzt haben wir noch 10. Wie sieht es jetzt mit der Bilanz aus? Das ist das Entscheidende. 5,73 ist auch noch relativ hoch, ne? Müssen wir auch noch was dran tun eigentlich. Und die kommt jetzt wie zusammen? Armeeunterhalt. Truppenlimit überschritten immer noch. Wie viele Truppen dürfen wir denn haben? 13. 11 dürfen wir haben und wir haben 13.
Das bedeutet, noch zweier müssten weg. Ja, dann wählen wir die mal gerade aus. Würde ich jetzt nochmal halbieren. Dann gucken wir nochmal nach. 4000 und das ist die Garde. Das wären die. Die halbieren wir jetzt nochmal. Dann wählen wir die aus. Und schicken die beiden weg. Okay. Wie sieht es jetzt aus? Immer noch, aber viel weniger. Verstärkung. Ah ne, Unterhalt. Die Söldner kosten noch so viel. Okay. Da müssen wir jetzt aber leider erstmal so lassen. Gut, aber hier sieht es ja positiv jetzt aus. Warum sieht es da positiv aus? Müssen wir gerade kurz einmal laufen, oder was? Was geht hier alle euch ab? Köln hat Münster. Achso, okay, das ist jetzt gut. Sachsen hat Köln als neuen Rivalen bestimmt. Und Kleve auch. Okay, wenn die und die... Oh, 126, das ist nicht gut. Und die... 109. Das ist gerade nicht der beste Punkt, ne? Haben wir denn hier irgendwo nochmal so... positive Geschichten? Nicht wirklich, ne? Münster ist negativ. Ja, die sind positiv. Wer nochmal hier? Die sind alle negativ auf uns. Ah, ne, hier haben wir noch Oldenburg. Kriegen wir mit denen noch ein Bündnis denn hin? Genau, Bündnis anbieten. Ich glaube, das sollten wir auch vielleicht annehmen. Beziehungsweise annehmen ist das falsche Ausdruck, ne? Gut. Da haben wir jetzt noch ein Bündnis mit denen, weil Kleve und Sachsen, das ist nicht so dolle, ne? Diplomatie. Bündnis kriegen wir mit denen nicht hin, ist klar, aber Beziehungen können wir mal verbessern. Wäre vielleicht nicht verkehrt, weil die auf dem Weg nach Sachsen liegen, ne? Wir müssten das zwar einnehmen, aber mit Österreich sind wir noch ganz gut dabei. Wir sind hier jetzt mit den Beziehungen unterwegs, eigenes Land anzeigen. Da haben wir durchgeguckt, gehen wir weiter. Das Geld war auch klar. Da müssen wir noch dran arbeiten. Das lassen wir, glaube ich, so, ne? Schöpfen wir ab, ja. Hier, die sind fast fertig. Die standardisierten Pikiniere. Das dauert. Wer ist denn der Rival unseres Rivalen? Meiner von Gelder über Köln ist wenigstens 100. Gelder ist hier. Das machen wir aber gerade nicht, ne? Dann müssten wir hier was ändern. Würde ich jetzt gerne ungerne machen. Okay, die Aufgaben müssen wir später erledigen. Ne? Deutsche Nation Westfalen. Köln ist der Region, westfälische Region. Okay, Hannover, Kassel. Hannover muss noch Kernprovinz werden, dann wird das besser. Okay, das kriegen wir auch irgendwann mal hin. Okay, hier sieht es nicht so gut aus. Nassau. Da verlieren wir 10 Prestige. Ist gerade mit 63 relativ hoch. Könnten wir uns sogar erlauben. Dann würden wir eine freie Nation... Nee, das wollen wir ja nicht. 50 Millionen... Raube ausgeben, um den Aufstandsfortschritt um 30% zu verringern. Kultur in Nassau ändern. Okay. Hm.
Das ist ja frei. Ach, die marschieren gerade auf uns zu, ne? Okay, dann müssen wir das mal gerade passieren lassen, denke ich. Da geht's los. Okay. Kämpfen wir da. Da helfen uns jetzt gerade welche. Aber so passiert noch mehr. Der Mann ist in den Dienst gestorben. Und das so haben sich auch welche erhoben. Okay. Ach, die oben helfen uns gar nicht. Die befreien nur das Land da oben, ne? Das ist nicht so toll. Weil wir haben nicht genug Leute. Wir gehen hier, das verlieren wir. Ja, schade, ne? Ja, da müssen wir uns erst erholen. Osnabrück war eine große Hilfe, beziehungsweise die Oldenburger. Ah, ich weiß warum, ne? Sehen wir hier gerade. Wir hätten die Herrschaften vielleicht einen müssen, ne? Das war das Problem wahrscheinlich. Kein Anführer dann und so. Ja, gut, warte mal ab. Führen wir zusammen. Ja, das ist schlecht gelaufen, ne? Das war ein Fehler unsererseits. Anführer haben wir, gut. Ja, da müssen wir die Truppen erst aufwerten wieder, ne? Sind wir da oben durch gewesen eigentlich? Nicht ganz, ne? Gut. Die Nassauer sind natürlich auch noch da zu schlagen. Wir haben 11 von 11 Truppen, die müssen wir aber erst wieder generieren. Das dauert eine Weile. Gut, was steht denn hier so Schönes? Ja, kennen wir alles, ne? Gut, was macht die Bilanz? 6,68, warum das jetzt? Verstärkungen kosten so viel in diesem Moment. Naja, okay. Lass mal kurz laufen. Münster wird besetzt. Okay, kommen wir jetzt nicht gegen. So, wir haben jetzt 7 Truppen. Und dann werden wir mal hier gucken, dass wir da jetzt gegen die Rebellen nochmal vorgehen. Und das Ganze als Einheit. Ja, das Friedensring hinter uns Lüttich ist das, okay. Müssen wir mal kämpfen. 6 gegen 5, ne, wir verlieren wieder. Die Oldenburger helfen uns immer noch nicht. Schade. Ja, das haben wir wieder verloren, ne? Okay, das hat nichts gebracht. Darlehen zurückzahlen. Machen wir mal. Ja, das läuft gerade nicht so gut, ne? Den Diplomaten holen wir da weg und den schicken wir nach Geldern, ne? Passt. So, Truppen 4. Die haben sogar 6 jetzt. Ja. Schwierig. Da ist was zu machen. Okay, Standard-Pikiniere. Militärmacht kostet was. Machen wir aber. Waffenträger, Langbogen und Galloplay Infanterie. Gut, dann können wir da was ändern. Was war das jetzt hier? Ne, das war nicht. Das war falsch, der obere war es. Und da machen wir was? Das ist der Nahkampf, das ist die Moral. Offensivmoral. Ich würde jetzt tendenziell dazu neigen, das zu nehmen. Okay, lassen wir mal weiterlaufen.
Komet gesichtet. Es ist ein Ohm. Verlieren wir Stabilität. Verlieren auch Stabilität, dass es das Ende nahe ist. Auch verlieren wir die Stabilität Wirtschaft im Nahe. Also wir verlieren immer Stabilität. Das ist nur der Grund, warum wir das. Das heißt, wir doch nur einen Kometen hätten. Ja. Das hört sich alles doof an, ne? Wenn wir doch nur einen Kometen hätten. Tja. Stabilität ist halt runtergegangen. Das war jetzt das Schicksal. Stabilitätseinbruch hat das gegeben. Können wir den gleich wieder pushen? Ja, machen wir auch dann. Gut. Jetzt müssen wir nur noch hier gerade was machen. Das bringt uns nicht weiter. Wir haben einfach zu viele Truppen momentan, die uns zu teuer sind, ne? So, Armee von Münster. Wir haben jetzt hier zwei Mann in der Erzbischöfin Garde. Wow. Armee von Münster. Ich glaube, wir wählen mal diese aus. Und Torstensen. Die halbieren wir nochmal. Und schicken die weg. Und dann machen wir da wieder eine Armee raus. Und das sind dann 7. Und wie viel Geld haben wir dann? 1,18, weil ist momentan etwas teuer, ne? Und das waren jetzt wie viele Leute? 9 von 11. Ja, muss so sein. Ja, wir haben jetzt hier die 100 erreicht bei den Hessen. Das sind jetzt insgesamt 22. Können wir mal reingucken. Bündnis würden sie trotz alledem mit uns nicht eingehen. Wir haben aber eine gute Beziehung zu denen. Das ist schon mal. Was ist in Geldern passiert? Beziehung wird dann noch verbessert. Bleibt also so. Bei den Hessen ziehen wir ab. Da müssten wir jetzt überlegen, wie wir da weiter vorgehen. Unsere Verbesserungen machen. So, jetzt haben wir einen zweiten Freien da. Ja, gucken wir mal gerade rein. Braunschweig ist erledigt, in Anführungsstrichen. Aachen. Sollten wir Aachen mal gucken, dass wir da die Beziehung verbessern? Münster. 17 minus und bei Münster 26 plus. Ich glaube, wir verbessern mal die Beziehung hier. Das kann nicht schaden. So. Hier haben wir Geld an, da ist die Diplomatie jetzt eigentlich soweit. Ne, ist nicht. Wir können das immer noch machen. Warum ist der zurückgekommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Habe ich da irgendwie einen Fehler gemacht? Ich weiß es nicht. Dann lassen wir mal die Beziehung verbessern. Wir haben noch einen zweiten Diplomaten frei. Das ist, hier sag schon, Frankfurt. Und ich bin momentan da dran. Die waren so ein, sind ja auch unsere Feinde, ne? Wir haben uns, ne, Rivale, Feinde sind es gar nicht. Dann lass uns gerade erstmal nach unseren Feinden gucken. Rheinland, Kernprovinz. Nee, warte mal, sind wir Kernprovinz? Das können wir noch nicht machen. Das dauert noch einen kleinen Moment. Lass mal gerade einmal noch laufen. Müssten wir gleich eigentlich machen können, ne? So, jetzt müssen wir Hannover als Kernprovinz anstoßen. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Gut. Und dann ist zu überlegen, wie wir weiter vorgehen. Wir haben ja hier, da wollte ich hin, unser Land anzeigen.
Wir haben Aachen, Braunschweig, Frankfurt und Sachsen als Feinde. Ich glaube, wir gehen mal nach Sachsen und machen da eine Beziehungsverbesserung, weil das ist vielleicht nicht so gut, wenn die unsere Feinde sind, weil da wäre besser, ein besseres Verhältnis zu haben. Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.